Hallo und recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist mal wieder euer Maximus. Ich begrüße euch zum Landwirtschaftssimulator 17, natürlich auf, ja, auf Auenbach. Genau. Ich hatte ja gesagt, dass ich unbedingt Stroh oder Gras machen möchte, und das ist heute das große Thema. Und ihr seht schon, mein großer Fan, der hat jetzt hier vorne, ja, auf jeden Fall das Gerät, um das Gras abzuschneiden, wie ein, ja, Rasenmäher. Und dann werden wir hier mit diesem Gerät das alles ein bisschen zusammenfärchen, um dann quasi mit unserem Ladewagen das aufzunehmen. Das ist heute das große Thema, weil wir wollen ja früher oder später jetzt mal die Schafe uns ans oder auf den Hof holen. Ja, noch eine Sache, ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen oder der eine oder andere. Ich hatte so kleine Probleme mit meinem Rechner, und das ist jetzt das erste Video heute am 12.12. Die anderen Videos habe ich im Vorfeld aufnehmen können, und deswegen, ja, hoffe ich, dass alles jetzt funktioniert und der Sound alles auch passt. So, wir werden aber trotzdem erstmal, bevor wir losstarten mit dem Mähdrescher, ja, mal sagen, der soll jetzt hier gemütlich dieses Feld abernten. Wir werden nämlich früher oder später anfangen mit. So. Mit. Na, mit was denn? Mit Mais. Genau. So, wir werden jetzt einfach mal hier das Gerät runterfahren. Nee, richtig runter. Und vorne dort auch runter. Können wir es nicht weiter runter machen? Komm mal her, jetzt müssen wir das mal wieder hoch machen und dann wieder runter. Ah ja, das Mähwerk muss erstmal runter und dann. Ja, gut, alles klar. Ich bin ja auch dämlich. Runter, hoch an und jetzt fahren wir mal. Der hat wenigstens ordentlich Power, der Trecker. Das bedeutet, dass wir früher oder später dann noch mal einen anderen Traktor uns an die Backe nageln müssen. Oh, sieht der nicht cool aus? Machen wir hier Rundumleuchte an hier. Hier schön. Bergauf hat er auf jeden Fall ein bisschen zu tun. Ach, Fotochen, ne? Ich kann natürlich auch den Helfer jetzt erstmal fahren lassen. Gut. Und der ist noch nicht richtig fertig. Warte mal. Hier. Runter. Warum willst du denn nicht runter machen? So. Die Kante hier noch ein bisschen nachgehen. Ich brauche unbedingt dann irgendwann mal einen richtig starken Trecker. Weil wir müssen ja dann früher oder später dann mal pflügen. So, der fährt da hinten schön gemütlich. Wir müssen gleich hinterher. Und ich hatte das mal hinbekommen, dass der automatisch hinterher fährt. Aber manchmal klappt das nicht so. Und wir wollen ja selber noch ein bisschen was machen, ne? Ja, nächste Folge am Freitag werden wir uns einen neuen Trecker holen. Mähdrescher. Ich bin ja gespannt. Ich habe es noch nicht hier nachgeguckt, was ihr euch ausgewählt habt. Und dann werden wir bestimmt bald die nächste Maschine, weil die Woche darauf werden wir ein bisschen Stroh machen. Oder Heu, besser gesagt. Gucken wir mal an, wie das aussieht, ey. 24%. Ist natürlich schön verdichtet alles. Und da kommt er wieder zurück. Ist das nicht herrlich? Der hat's hinbekommen. Wow, cool. Na, das läuft ja wie ein Länderspiel. Ich wusste gar nicht, dass der im Vorgänger hat er das da eigentlich auch hingekriegt. Dass das so funktioniert. Cool. Da auf der anderen Seite muss ich auch nochmal lang fahren. Da ist auch nicht alles hundertprozentig. Oh, da hat er jetzt ganz schön zu tun. Ich denke mal, der
ist hier ein bisschen schwach auf der Brust. Wir werden nochmal sowieso schauen, was die Tiere überhaupt brauchen. Vielleicht können wir ja bald einen neuen schönen Schafe holen, vielleicht nächste Woche. Mal schauen. So, ja, mal zurückfahren. Oh. Ah, setzt aber weit zurück, ne? So. Oh, schön. Oh, das gefällt mir ja. Macht der richtig gut, mein kleiner Schumpel hier. Da macht es ja richtig Spaß hier, hier Gras abzumähen. Oh, nein, 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 nein. Au, 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 au. Du siehst doch, dass ich hier hinten bin. Au. Komm bloß weg hier. Bloß weg. Das läuft wieder wie ein Länderspiel hier. Warte mal. Wir müssen wirklich mehr Platz lassen hier bei den Geräten hier. Das ist ja echt ganz schön gefährlich. Lassen wir da erstmal. Wir lassen den erstmal arbeiten hier. Der hat nämlich sowieso ganz schön zu tun hier, der Trecker. Wir werden mal schauen, wie viel brauche ich jetzt eigentlich für die Tiere. Ah, schauen wir mal. Wir wollen ja Schafe jetzt als erstes holen. Und zwar Schafe brauchen Wasser. Ja. Und Heu. Heu oder Gras, das ist völlig egal. Dann könnten wir ja nächste Woche Freitag ja, das Tier holen. Also die nächsten. Oh, hier wächst ja schon alles. Schön. So, der macht hier schön. So, der ist fertig. Wir müssen aber selber jetzt noch ein bisschen hier so lang fahren. So. Machen die Kante nochmal ordentlich. Und dann werden wir hier mit einer Sämaschine dann auf jeden Fall mal langfahren. Wir werden den Grubber hier mal wegpacken. Wir lassen das Feld noch ein bisschen ruhen. Ein bisschen Luft schnappen. So. So, klappen das mal zusammen. So viel Zeit muss sein. Und dann werden wir jetzt mal hinter den Mähdrescher schon mal abtanken, ne? So, schnell zurück. Das Gerät ordentlich hinstellen. War ja klar, dass ich wieder gegenfahre. Naja, was soll's. Das muss ich auch noch mal ein bisschen ordentlich machen. Ah, hier, Hans steht wieder in der Ecke. So, war ich denn das Gerät eigentlich her? Habe ich das hier hingestellt? Wir stellen es einfach mal hier hin. Oh, das schleift aber ganz schön weit nach unten, ne? Warte mal, kann ich das irgendwie ein bisschen höher machen? Ja, ne? Cool. Ich hab's hingekriegt. So, haben wir noch ein paar Eier. Ja, die können da ein bisschen rumstehen, die Eier. Oh, das ist das falsche Loch. So. Dann werden wir mal die Anhänger nehmen und dann... Ja, mit dem Trecker brauchen wir gar nicht den... Ja, den großen Flug hier neben, das ist alles. Wir hatten die Bäume hier hingestellt. Brauchen wir es gar nicht probieren, der ist viel zu schwach. Und hier muss ich mal mit einem richtig großen Flug lang gehen, ey. Da brauche ich aber einen besseren Trecker. Oh. So. Ey, du sollst es hier ranmachen. So, geht doch. So. Also dreckig ist er geworden, ne? Okay, okay, okay. Warte mal. Wir werden mal die Plane hinten abmachen. Weil die müssen in den hinteren Anhänger. Müssen wir beladen.
Und ich will auch nicht so viele Geräte jetzt auf der Straße oder auf dem Feld stehen lassen. Und da vorne ist auf jeden Fall schon wieder ein Stau passiert. Da fahren wir gleich mal hin. Oder gucken wir uns das mal an. Oh, warte mal. Fahren wir mal hier auf dem Weg. Das ist nicht so schlimm. Ach, je, was macht denn der hier für einen Rotz? Der fährt ja auch einen Käse. Wir lassen den einfach mal so. Warte mal, ich mach mal das an. Der hat doch hier irgendwann mal. Warte mal, das Gerät. Nee, war das nicht String? Aha, hier, Follow me. Ja. Was, der findet in der Nähe nichts? So, warte mal. Das war nämlich hier der String links, ne? So, aber das ist eben noch nicht so das Hundertprozentige, was ich gut finde, ne? So, F. Nee. Will er denen nicht folgen, oder was? Irgendwie hat er. Ach so, der kann keine Spur finden, den er folgen soll. Mal sehen, vielleicht muss ich ja wirklich hinter den herfahren und dann sagen, okay. Aber ich hatte das schon mal hinbekommen, aber die Felder sind doch einfach zu klein dafür, ja. So, jetzt fährt er hinterher. Das ist schön, dass er es macht. Ich könnte natürlich jetzt auch sagen, nach rechts. Jetzt fährt er, glaube ich, rechts ran, aber der bleibt 10 Meter hinten. Ach nee, lassen wir das mal mit dem Follow Me. Das ist so, lassen wir den erstmal abtanken hier. Ich sage immer wieder, so ein integriertes Curseplay, wo du wirklich nur wie so ein Handyspiel, sagen wir mal, antippen kannst. Trecker hier. Oder mit der Maus, dann öffnest du ein Fenster hier, Trecker, tanke diesen Mähdrescher ab, ne? Dann wäre alles super. So, wir haben mal den jetzt hier wegfahren. Und dann haben wir ja schon bald eine ganze Menge Gras für unsere. Mann, wie weit willst du denn noch mal rückwärts fahren? Für unsere Schafe hier. So, jetzt hau ab. Da haben wir Gras für unsere Schafe. warte mal. Jetzt müssen wir mal wieder anmachen. Und dann fahren wir mal schön gemütlich hier hoch. Oh, der hat zu tun. Ich brauche auf jeden Fall einen neuen Trecker. Aber das merkt man schon, dass das ein bisschen komprimiert ist, das Gras. Das geht auf jeden Fall ordentlich schnell, oder es kommt mir einfach nur so vor, dass das hier ein bisschen mehr ist. Mal, jetzt bin ich schon bei 60%. Es sieht zwar jetzt nicht viel mehr aus, aber da könnt ihr mal in den Kommentaren reinschreiben, ob das wirklich dann komprimierter ist, weil wir haben ja jetzt nicht nur eine Seite der, wo er jetzt Gras abgemäht hat, sondern zwei, und die werden dann halt noch ein bisschen zusammengerechert oder gerecht oder, naja, ihr wisst schon, was er meint. Und über mir ist Hubschrauber, wa? Ja, der fliegt. Und nehmen wir mal hier schön auf, und das wird auch hier unsere Gegend sein, wo wir dann das Gras machen, ne? Ach, hier habe ich jetzt Minus? Ach je, wir müssen unbedingt was verkaufen. Ach.
Ja, weil die KI halt auch ein bisschen frisst, ne? Da müssen wir jetzt gleich mal, was wir abgetankt haben, wegfahren und mal gucken, ob wir da wenigstens ein bisschen Geld machen. Ach, herrje. Das kann ja was werden. Und der rast hier hoch und runter. Und wir werden definitiv das nächste Mal wirklich dann Vorbereitung, also Wasser denn uns noch besorgen. So, fährt er auf die andere Seite auch noch? So. Jetzt noch immer hochfahren. Ach, Gottchen. Na, das wird jetzt langsam ein bisschen eng. Ein schöner Anhänger, ne? Ey, gib Vollgas. Ah, die Reifen, wie sie da zusammengedrückt werden, ne? Von dem Gewicht. Ah, schon ordentlich. Ah, mal gucken, was für einen Trecker ich dann nehme. New Holland habe ich ja. Jetzt habe ich da vorne so einen schönen großen Fendt. Mal gucken, ne? Was macht denn der da? Naja, warum nicht, ne? Man kann ja auch mal ein bisschen auf dem Feld rummachen, ne? So, wir sind jetzt bei 89%. Wir müssen ja nicht unbedingt 100% machen, ne? So. So. Es hat keinen Sinn. Du musst auf der Seite. Guck mal, hier ist schon alles schön abgemäht. Hat er eigentlich ganz gut gemacht, muss ich wirklich sagen. Besser hätte ich es auch nicht gemacht. So, jetzt. Was hängt denn hier? Verdammt nochmal. Jetzt mit Schwung. So, jetzt lassen wir ihn hier noch mal ein bisschen fahren. Ach, hier ist er ja. Den wollte ich. Wir werden das einfach jetzt mal verkaufen und mal schauen, wie viel Geld wir machen. Das haben wir ja noch nie gemacht. Hier im Spiel was verkauft, ne? So. Jetzt falsche fahren? Das kann ich eigentlich hier machen. Sehen aber, was er mir sagt hier. Hier kann ich einfach nur wiegen, oder was? Ah. Okay. Hier, da kann ich ein paar Eier verkaufen. Und hier kann ich. Ah ja, Eier müssen wir auch mal verkaufen. Cool. 196. So. Da muss ich doch hier oben hinfahren. Und dann kann ich das da abschütten hier. Denke ich doch. Das hier abkoppeln. Nee. Na, einmal frei und guckt euch an. Das gibt wieder Geld. Dann können wir uns ja gleich wieder einen Mähdrescher kaufen. Okay, dann ab wieder zurück. Und guck mal hier, wieder Dreck hier auf der Straße. Oh, da werden wir Leute meckern. Der Bauer Maximus hat wieder die Straße nicht sauber gemacht. Naja, manchmal ist das so, ne? Ich lasse den jetzt einfach mal hier stehen. Und würde sagen, dass wir einfach mal hier schön gemütlichen Cut machen. Wir haben jetzt auf jeden Fall ein bisschen Gras vorbereitet für die nächste, ja, Aktion, also wo wir dann halt ein bisschen füttern. Wir werden uns einen neuen Drescher holen. Den werden wir auf ein neues Feld packen. Und dann die Woche danach werden wir auf jeden Fall das Gras und die ja, Schafzucht, ne? Vorbereitung der Schafzucht und dann wissen wir, was dann weitergeht. Ne? Mit den Worten macht der Maximus erstmal einen Fisch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht.
Bis zum nächsten Mal. Bye bye.